einer der spektakulärsten Missbrauchsprozesse der Bundesrepublik und die Rolle eines Heimleiters aus Ramsen in Rheinland-Pfalz. Nach den sogenannten Wormser Prozessen von 1995 bis 1997 wurden drei der mutmaßlichen Opfer, Kinder, vom Jugendamt Worms aus ihren Familien herausgenommen und im Kinderheim Spatzennest im pfälzischen Ramsen untergebracht. Doch damit beginnt erst ihr Leid. Ausgangspunkt waren die sogenannten Wormser Prozesse. Diese endeten 1996, 1997 mit Freisprüchen für alle Angeklagten, da sich im Verfahren herausstellte, dass Kinder massiv beeinflusst wurden, ihre Eltern zu belasten. Drei der sechs mutmaßlichen Opfer nimmt das Jugendamt Worms aus ihren Familien und bringt es im Spatzennest unter. Im Spatzennest wurden dann die Kinder durch den Heimleiter wirklich missbraucht. Der Heimleiter wurde angeklagt und dann zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren und 8 Monaten verurteilt. Ich habe als Nebenklageanwalt eines der mittlerweile erwachsenen Kinder vertreten. Peter, hier kriegen Sie recht.